Also hier ist jetzt der Häuptling und Yakari ist auch da. Beide zusammen. Und er zieht sich hier. Worüber, ne, wollen wir denn überhaupt sprechen? Ja, über den Erfolg, den ihr hattet, Spendengelder zu generieren mit eurer, mit deiner Ölaktion. Mit deiner Rapsölaktion. Und sind schon 104 Zuschauer da. Ja, die haben... Wer teilweise mitgekriegt haben, dass das eine langwierige Aktion war, da waren wir auf den Erfolg, waren wir gar nicht so eingestellt. Ist das jetzt Altöl geworden? Und, oder was, das ist lange gedauert. Geworden, aber da haben wir echt richtig dran arbeiten müssen. An dem Erfolg haben wir so nicht mitgerechnet. Aber wir haben sie jetzt zu Ende gebracht und können eigentlich mitteilen, dass alle Flaschen verkauft sind. Ich glaube noch mehr, sind, oder? Alle sind verkauft. Also ich bin hier gerade am Heidenhof in Pullheim. Ihr habt die Aktion vor wie vielen Wochen gestartet? Für 28. letzten Monats. 18. letzten Monats? 18.8. Und was war das Ziel? Ja. Wie viele Flaschen wolltet ihr vermarkten und was war pro Flasche eingeplant? 5.000 Flaschen wollten wir verkaufen oder sind verkauft. Bis zum 20. waren die verkauft, also 2 Tage später. Und Lieferzeit 5 bis 7 Tage hatten wir im Internet, aber das haben wir nicht geschafft. Obwohl wir oft nachts aufgestanden sind, um die Ölpresse nachzufüllen, weil die hatte nicht so einen großen Vorratsbehälter. Es hat uns auch ein Berufskollege angeboten, er konnte 150 Liter pro Stunde Öl aus dem Raps pressen. Aber dafür war unser Stolz einfach zu groß. Wir wollten das wirklich so wie angekündigt hier am Hof machen. Und wir bitten auch um Entschuldigung oder ein bisschen längere Wartezeit, aber ich glaube, das Ende ist gut und das Öl ist auch nicht schlecht. Wir wurden immer laufend frisch gepresst. Ja. Also hier schrieb auch gerade einer, das Öl wäre sehr gut. Drei Flaschen geordert. Ja. Also wir kriegen nicht nur Server gesprengt, wir kriegen auch hier Hofläden gesprengt. Ist nicht so ganz schwer, uns da zu sprengen, aber wir sind jetzt natürlich einen Schritt weiter, mit ein bisschen kalte Wasser geworfen worden. Mit DHL und diese ganze Abpackaktion, welche Würmer brauchen wir, welche Verpackung braucht man. Wir haben Rückläufer, teilweise kaputte Flaschen, auch sehr ärgerlich, weil die damit rumwerfen, obwohl wir das mit Band alles gekennzeichnet haben. Also wir waren schon nicht am Limit, aber die alltägliche Arbeit läuft ja auch weiter. Ja, die kannst du ja jetzt rangeben. Immer. Ja, als Ölbaron hier. Du, dann darfst du von dir auf anderen schließen. Also, aber es hat aber auch Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und wir hatten auch ein gutes Team hier am Heidenhof. Unsere Bürodame hat den Computerpart übernommen und ist sonntags gekommen. Wir haben mittwochs und sonntags meistens abgepackt. Und wir sind jetzt von der Organisation wirklich einen Schritt weiter in der Ölmanufaktur. Ne? Das heißt, was heißt das? Geht's weiter? Oder wo sind wir jetzt? Du kannst ja jetzt die freudige Nachricht auch verkünden, oder? Pass auf, jetzt komm mal mit. Okay, wir machen es spannend. Was ist mit Kürbiskernöl? Ja, haben wir auch. Wie pult man die da raus, die Kerne? Aus denen besser gar nicht. Da muss man mal YouTube gucken, da gibt es ganz tolle Maschinen. Und wir sind, das ist noch ungelegtes Ei, Markus. Aber wir machen jetzt erstmal das, was wir genau wissen. Josef, aber wer ist da dein? Wo ist das denn? Das liegt hinten am Tisch. Jetzt bin ich gespannt. Ihr dürft alle gespannt sein. Ich habe ja gesagt, jetzt kommt Spannung pur. Ich fülle mal in den Laden rein. Mich guckt keiner an. Okay, die haben alle Masken auf. Von daher kann man keinen erkennen. Das ist der Hofladen vom Heidenhof hier in Pullheim. Hör mal, ihr müsst Parkplatz anbauen. Ne? Der Parkplatz draußen ist gerammelt voll. Nein. Doch. Nein. Ist er. Nein. Du kannst gar nicht mehr mit dem Trecker da drehen. Doch. Ihr habt eine Veranstaltung hier, irgendwas, ne? Okay, wie machen wir es jetzt? Ich filme mal die Zahlen von rechts nach links. Hammer. Knaller. Ja, das ist richtig viel. Richtig viel. Richtig was zusammengekommen. Und wir haben so viele nette E-Mails bekommen mit, was ihr macht, ist wunderbar. Und haben auch noch öfter mal ein bisschen Geld dazugegeben für die Kaffeekasse oder was weiß ich. Und deswegen steht hier auch noch den Betrag haben wir auch noch aufgerundet. Ein bisschen aufgerundet. Deswegen steht hier auf 10.200. Sonst wären es nur 10.000 gewesen, aber manche haben noch ein Schüppchen draufgetan. Und klasse. So kommt dieser Betrag zusammen. Wie viele Flaschen waren das nochmal? Wie waren das nochmal jetzt das Verhältnis? Pro Flasche habt ihr was gespendet? Also eine Flasche haben wir für 5 verkauft, das ist unser normaler Verkaufspreis und 2 Euro davon haben wir gespendet. Also habt ihr das ja eigentlich auch gespendet? Ja, wir haben das gespendet. Ja, genau. Weil ihr habt ja jetzt nicht draufgeschlagen auf den VK? Wollten wir auch nicht. Das sollte eine Spende vom Heidenhof sein, die man aber erst ermöglicht konnte, indem die Leute das gekauft haben. Ja, da haben wir vielleicht unsere Kosten knapp rein, wissen wir nicht.
War auch viel Portokosten. Viele haben auch dann die 40 Euro bestellt. Ab 41 Euro ist gratis. Und wie viel kostet das? 8 Euro oder 10 Euro? Bis 2 Kilo 3,99, ab bis 5 Kilo 5,99 und darüber 8,99. Ja, da also kam man ganz schön Porto noch zusammen, da haben wir gar nicht mitgerechnet, aber so viel. Aber egal. Im Vergleich zu dem, was du da machst, Markus, was viele da für einen Einsatz machen. Was wir alle zusammen da machen. Das ist, ja. Das hat uns hat das auch hier Spaß gemacht. Du weißt, ich war 5 Tage unten. Das war auch für mich wichtig, dass ich meinen Bekannten unten helfe, so aus der direkten, an den ersten Tagen, auch so ein bisschen Beistand denen zu geben, ist auch wichtig. Aber ihr habt ja so viel, du warst heute am Kinderspielplatz und da fehlen bestimmt noch Geräte. Ich hoffe, dass es für einen guten Zweck, wir haben es ja an die Kreisverwaltung Ahrweiler, die sind vor Ort, die wissen, wo das Geld am besten gebraucht wird. Da spendest du ja deine ganze, ist da deine Mütze auch gelandet? Hast mit der Mütze hat er nicht funktioniert. Hat gar nicht funktioniert? Nee, die geht aber jetzt über den, wie heißt er? Julian von Bares für Rares, der versteigert die jetzt. Ja. Und ich hoffe, dass da wirklich mal die Spaßbieter sich zurück... Also das geht dann echt raus, wenn der das versteigert. Ne? Also bei eBay, die sollten sich schämen, die Leute, die da Spaßbieter waren mit dem Leid von anderen Menschen. Ja. Oh, das haben wir so verfolgt. Ja. Und haben uns auch gefreut, dass so viel zusammenkommt. Aber seine Mütze ist natürlich auch sehr begehrt. Und ja, jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema für unser nächstes Projekt. Willst du schon was verraten, Josef? Markus weiß das selber noch nicht. Markus weiß das selber. Ich weiß das nicht. Du weißt noch was nicht. Ihr wollt mich anstellen, oder was? Nein, ja. So ungefähr eine Minute müssten wir dich dafür anstellen. Eine Minute? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Gravieren. Doch, da habe ich was von gehört. Du hast eine Gravurmaschine, oder wie heißt das? Ja. Ist die hier? Die steht noch in Isselburg. Ah, okay. Aber sie steht mir schon zur Verfügung quasi. Kommt aber erst in der einen... Kommt aber noch nicht, auf jeden Fall. Und meine Idee ist folgende. Jetzt sind wir gespannt. Den würde ich ja jetzt gerne einstecken. Ja. Ein bisschen groß. Ja. Ich finde das gut. Ja. Also man sieht, wie man Kreativität mit einem guten Zweck verbinden kann. Ich hätte allerdings vielleicht 1 Euro draufgehauen, dann hätte man sich das geteilt. So habt ihr das jetzt bezahlt im Prinzip. Ne? Ja, pass auf, es wollten einige eine Spendenquittung haben. Und wenn wir 1 Euro draufgehauen hätten auf den normalen Verkaufspreis, wäre das ja eigentlich eine Spende gewesen. Und dieser Diskussion sind wir vollkommen aus dem Weg gegangen, indem wir unseren normalen Verkaufspreis gehalten haben. Wir können auch mit gutem Wissen behaupten, diese Spende ist vom Heinhof, allerdings auch durch die Kunden erst möglich geworden. Wenn sie es nicht gekauft hätten, hätte man natürlich gar nichts gehabt. War das eher so ein bisschen Piesacken mit der Spendenquittung? Kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt immer so Leute, das waren nur 20 Euro und davon wollte er eine Spendenquittung haben. Na, kindig. Ja, aber gut. Auf die Idee würde ich niemals kommen. Ja, das war auch eine absolute... Wir hatten über 1100 Bestellungen für die 5000 Flaschen, also 4 Flaschen im Schnitt. Und das... war vielleicht 1 oder 2 Deal mit Spenden. Auch hier im Laden haben wir auch 200-300 Flaschen verkauft. Die meisten haben... Habt ihr hier, direkt an die... Ja, direkt hier an uns. Habt ihr da eine Aktion draus, offiziell? Ja, die stehen auf der Theke und kann man da mitnehmen. Aber immer noch für 5. Ist das dann A-Öl sozusagen? Nein. Ja, ich glaube, da ist genug Öl drin. Aber heute hast du ja die Enten gezeigt. Das beruhigt sich ja auch wieder mit dem A-Öl. Heute war mal ein bisschen schön. Ja, ich war auf deiner Seite. Du warst ja auch in Stolberg. Und da sind wir jetzt auch etwas näher wieder am Thema Stolberg. Und das ist ja jetzt auch rein an die A gegangen. Und es gibt ja auch andere betroffene Gebiete, die du jetzt auch so entdeckst für dich und die auch vielleicht nicht so großflächig oder nicht so viele Personen betroffen sind, aber Einzelne genauso betroffen sind wie an der A. Ja. Und die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deswegen wollte man neben dem Scheck für die A jetzt auch einen Scheck für Betroffene in NRW. Wer das jetzt auch immer ist oder welche Adresse diese Hilfe geht, die wir jetzt als nächstes starten, wissen wir noch nicht genau. Aber es soll eigentlich dann hier in NRW, ob das Arfstadt oder Stolberg oder vielleicht... Also, da werden wir uns noch kurz schließen. Also, ihr macht weiter? Wir machen was weiter. Das kommt ja jetzt mit der Gravurmaschine. Ach so, okay. Ja, du musst ja auch 1 Minute für uns arbeiten. Genau. So, hier ist nur ein Beispiel, wie das aussieht. Das hier steht jetzt Heinhof drauf. Ja. Das hat er nicht mit dem Meißel gemacht und mit dem Maschinen. Also, das ist die Maschine gemacht. Nein, aber mit der Nagelfeile haben wir das alles gemacht. Nachts. Und dann gibt es das noch ein bisschen größer. Ja. Und hier würde ich gerne, davon weiß der Markus auch gar nichts, die Markus Wipper für die Edition rausmachen. Ach so, ja, gerne.
Ne? Hier würde ich gerne einmal deine Unterschrift drauf machen. Und noch ein lockerer Spruch. Letzte Ölung für deinen Salat oder sowas. Letzte Ölung für deinen Salat. Nee, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Letzte Ölung für Salat. Vielleicht als Markenzeichen ein bisschen deine Mütze noch mit dabei. Die Mütze würde ich gerne auf den Deckel machen. Ich habe da eine kleine Skizze von angefertigt von der Mütze. Aha. Das wird dann auf den Deckel graviert. Und auf die andere Seite, also Unterschrift und hier dein Traktor mit der Karre. Krass, aber da machst du richtig viel Arbeit. Aber dann kostet die nicht... Die kostet 20 Euro. 20 Euro. Soll 20 Euro kosten und die werden komplett gespendet. Komplett? Komplett. Ja, komplett. Krass. Ja, und dann komplett. 500, das ist eine ganz limitierte Auflage. Da möchte ich ungefähr in einer Woche mit loslegen. Eine Freundin von mir malt gerade deine Sachen, skizziert die so ein bisschen. Und dann werden die ganz fein hier drauf gedrückt. Unterschrift, dein Traktor, deine Mütze. Das sind für mich die Wahrzeichen so ein bisschen. Und das kommt hier drauf, wird natürlich auch noch gefüllt. Ja, Füllung ist auch noch dabei. Also mit so einem kleinen Etikett versehen, damit man auch weiß, was drin ist. Bin ich gerade wieder ein bisschen sprachlos. Also ihr macht euch ja echt Gedanken. Ihr habt ja Arbeit ohne... Zeig mal deine Hände. Komm, zack, zack. Hände auch von der anderen Seite? Ja, von beiden Seiten. Ja, geht doch. Jetzt seid ihr mal richtige Bauernhände. Nee, zeig mal die Hände. Der Daumen und so. Bisschen verkatscht. Ja, ein bisschen verkatscht. Und deine? Ja, noch ein bisschen Öl. Ich habe gerade Anlasser gewechselt am Traktor. Meine sehen heute richtig perfekt aus. Ich bin ja nur am Filmen. Die Hände, die seine Arbeit widerspiegeln. Ja, aber ich möchte nur zeigen, dass ihr wirklich fleißig seid. Ihr seid nicht dumm. Ihr seid höchst intelligent, muss man dazu sagen. Danke. Ihr wisst genau, was ihr macht. Und ihr setzt eure Fähigkeiten ein für einen guten Zweck. Und das finde ich immer gut. Deshalb, ich würde jederzeit hier hinkommen und euch immer unterstützen in dem, was ihr macht. Und das ist einfach genial. Wir sind auf deiner Seite, wie viele andere tausend auch. Ich muss allerdings feststellen, wenn man mit Leuten diskutiert, die dich nicht so sehr verfolgen oder für die du noch eine Unbekannte bist, dass sie manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, dein Motiv zu hinterschauen oder... Ich glaube daran, dass du nur das Gute und das Beste willst und nicht deine Person, das sagst du auch immer wieder, in den Vordergrund zu stellen. Aber es gibt noch welche, was will das damit bezwecken und was hat er das nötig? Doch, so wird ja auch diskutiert. Ich hab das alles nicht nötig. Ich bin tatsächlich nur auf den Trecker gestiegen, um zu helfen und nichts anderes. In der letzten Diskussion, da im WDR5, war fantastisch, die Reaktion von dem Publikum, die das hier am Facebook da mitverfolgt haben, war ja auch hervorragend, ein sehr einfühlsame Moderatorin, aber das hören die alle und es gibt Leute, die sind da sehr skeptisch und wir kämpfen nicht nur hier für die Spenden, sondern jeder, der fragt, was ist mit dem Wipper führt, was macht er, warum macht er das, da sage ich, der will den Leuten helfen. Ja. Und wir glauben das, weil wir die schon auch kannten, bevor diese ganze Geschichte losgeht. Bevor du überhaupt Facebook gab, haben wir schon zusammen mit Stroh und als Lohnunternehmer hast du für uns gearbeitet und haben immer gesehen, Markus, was er sagt, hat Hand und Fuß und ist kein Selbstdarsteller. Und er hat das gar nicht nötig. Ja. Und du bist mit, deswegen bist du für viele glaubwürdig und die Kritiker versucht man noch von deinem guten Tun zu überzeugen und auch wegen deiner Person und wegen versuchen wir das auch zu unterstützen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute nicht mal einmal da waren. Ne? Die im Prinzip sich ein Urteil probieren zu erlauben, aber wenn du hast es mit eigenen Augen gesehen, ne? Und das hört ja nicht auf, dieses Elend da. Also, was heißt Elend? Das ist, ne, ist nicht übertrieben. Und es kommt immer darauf an, wo du hinkommst. Dieses ne? Elend hat einen Sog. Ich merke das auch an allen Leuten, die da unten sind. Man kommt da auch schlecht raus. Man hat dann das Gefühl, man lässt im Stich. Oder man, und das Gefühl hatte ich auch, als ich nach 5 Tagen da wegging. Und deswegen versuchen wir hier auf unserer Tour in den Tagen dazwischen sowas möglich zu machen. Weil wir wollen helfen, wir können helfen und wir tun das auch sehr gerne. Und wir unterstützen die Leute an der A und wir unterstützen alle, die unterstützen. Also das gibt ja denen, die helfen, auch Rückhalt, wenn da noch im Hintergrund jeder, der hilft, hat im Hintergrund auch im Betrieb eine Unterstützung, sei es die Frau, sei es Mitarbeiter, die Lücke füllen müssen. Ja. Die werden ja auch relativ wenig erwähnt. Aber wir wollen allen, die helfen, auch damit unterstützen. Und außerdem habt ihr da vielleicht Geld, was ihr vernünftig auch vor Ort wieder verbauen könnt, anlegen könnt in Sachen, die alle kaputt gegangen sind. Jeder muss sich mal vorstellen, wie es ihm selber ging, wenn er da unten wohnen würde. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Genau. Du kommst aus dem Haus raus, vielleicht im Krieg. Wenn die Köln dann Bomben am Griff aus dem Haus rauskamen, dann war kaputt. So ähnlich ist da auch gewesen. Ja. Ja, finde ich fürchterlich. Und wer sich in die Situation reinversetzen kann, der weiß, wie es den Helfern geht. Und natürlich kriegt man dann noch viel
viel positives Feedback von den Leuten. Und trotzdem gibt es Kritiker, die wir noch davon überzeugen müssen, dass es nicht nur eine staatliche Aufgabe ist, sondern dass es auch von jedem Einzelnen eingefordert werden kann. Ich frage auch viele, was hast du denn für die AHA getan? Ja, ich habe 20 Euro gespendet. Ja, prima, besser als gar nichts. Könnte aber ein bisschen mehr sein. Ne? Klar, also müssen wir daran arbeiten, dass jeder noch ein Schöpfchen drauf tut. Ja. Und mit der Graf Wuhr, und das macht uns ja auch Spaß, ne? Der Josef, du solltest eigentlich viel mehr reden. Und das. Nee, du machst das gut. Ja, du machst das gut. Du machst das gut, ne? Ja, aber du kannst auch gut reden. Wir stehen doch zusammen. Ich sag mal, das ist ja unsere Zeit, die wir gerade leben, ne? Wir leben nun mal jetzt in der Zeit und wir müssen die Probleme angehen. Und wir haben alle Probleme, ob es in der Landwirtschaft ist. Wir alle haben Probleme, ne? Aber die Probleme, die du da siehst, ne? dass du aus dem Haus geschwemmt wirst und hast nichts mehr und hast noch nicht mal was zu essen, bist angewiesen darauf, dass dir jemand was zu essen gibt und zu trinken gibt. Solche Zustände kennen wir in Deutschland nicht. Und das ist das Verwöhnte, was wir hier haben. Richtig. Ne? Und wir sehen immer, alles funktioniert. Und nein, es funktioniert nicht alle. Aber das so eine, ich war gestern auf dem Reiterbetrieb, da wo du mit dir auf dem Reiterbetrieb, wo die Brücke kaputt ist, ja. Stolberg, dass die Frau noch so eine Nerven hatte da, also Hut ab, dass sie das nicht, oder hatte, ja, du sagtest abends, sie hatte noch die ganzen Schwierigkeiten noch nicht so 100%. Ja, ich weiß nicht, das ist immer, es ist schwierig, ne? Wenn ich dann sagen, hör mal, wir haben uns ja geduzt, eigentlich muss hier alles raus, ich kann das verstehen, die Fliesen haben eine Geschichte, die hat alles eine Geschichte, aber dieser Ölgeruch, den kriegst du niemals auf die Art und Weise da raus. Aber das ist irgendwie so, du stehst dann da und freust dich ja eigentlich, dass jemand positiv ist, aber eigentlich müsstest du, wie soll ich sagen, sagen, wie es ist. Ne? Und da kannst du so positiv gestimmt sein, wie du willst. Du kriegst dieses scheiß Öl da nicht raus. Ne? Da müssen die Fliesen runter. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so schwierig. Ne? Ich kann die Frau verstehen, absolut. Das wäre für mich auch ein Riesenproblem. Böden, ne? Abgeschwemmt und nicht, also das ist... Das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen helfen wir jetzt so gerne. Und wir machen das auch weiterhin. Und wenn die 500 Flaschen mit deiner Unterschrift und deinem Trecker verkauft sind, dann lassen wir uns noch was Neues ein. Ja. Okay. Solange wie die Leute das haben wollen, und werden wir das auch weiterverfolgen. Ja, jetzt haben wir aber nur 500 Flaschen. Diese 5000 Flaschen haben uns schon an die Grenze bis hier gebracht. Ja. Deswegen machen wir jetzt die 500 Flaschen ein bisschen... Da kommt wieder der Geschäftsmann auch ein bisschen. Also nicht Geschäftsmann. Da kommt wieder 500 Flaschen sind einfacher abzufüllen für euch und bei 20 Euro habt ihr das Gleiche erzielt im Prinzip. Richtig, genau. Aber ja, ihr kommt nicht an die Grenzen mit eurer Arbeitskraft sozusagen. Doch, ne? Gravieren ist auch viel Arbeit, aber es ist einfach weniger Menge. Weniger Verpackung. Ja, genau. Weniger Schreibarbeit. Wir mussten ja alle ausdrucken und die Zettel da dran kleben und DHL. Sondern jetzt machen wir was Hochwertiges. Jetzt gehen wir in den Luxus. Also jetzt gehen wir vielleicht können wir nochmal toppen, aber jetzt gehen wir in den Luxusbereich. Jetzt geht in ein neues Segment. Wir gehen in ein neues Segment. Ja. Ja. Der Inhalt ist genau der gleiche. Auch 250 Milliliter. Ja. Aber ein Original Wippi Flasche. Ja, Original Wippi. Ja. Ich hoffe, dass wir 500 Leute finden, die Original Wippi haben. Bin ich mir sicher. Sonst machen wir ein bisschen Werbung hier. Machen wir ja sowieso, ne? Für euch. Hast du denn den Laden auf? Kann man das schon klicken? Wann machst du denn den Laden auf? Wir hatten den Laden zumachen müssen, weil wir ausverkauft waren. Den Online-Fang. Ja. Mussten wir zumachen, weil wir hatten keine Ware mehr. Wir sind aber jetzt wieder einigermaßen lieferfähig. Der Laden soll morgen öffnen. Mhm. Und ich muss warten, bis die Zeichnungen fertig sind. Dann muss ich die gravieren. Und dann in 10 Tagen, denke ich, ist die erste Sonderedition fertig. Nummerierst du die auch durch? Obwohl bei 500, glaube ich, ist das... Bei Flaschen wäre es, glaube ich, interessant, ne? Oder? Bei Weinflaschen wird das, glaube ich, gemacht. Aber ich nummerieren... Aber das rede ich viel. Wen interessiert das? Weiß Nummer 1, 007, was willst du haben? Du kriegst einen. Also bei den Weinfässern, die versteigern, wollen wir vielleicht auch ein Weinfass haben mit einer bestimmten Nummer. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Müssen wir mal gucken, was die Gravurmaschine hergibt. Das wird auch nachher zu klein, aber da überlegen wir. Also Markus, vielleicht wenn wir die erste Flasche fertig haben, Muster fertig haben, und du den Leuten dann nochmal zeigst, was wir vorbereitet haben. Ich komme da nochmal hier hin. Dann kommst du nochmal hin. Heute war es ja heute eigentlich, war eigentlich, der, eigentlich nur das hier das Wichtige. Ne? Das und die Ankündigung, dass wir weitermachen. Das war uns heute erstmal... Wie geht das eigentlich mit so einem Scheck? Also ihr überweist das im Prinzip, wir und das ist nur so ein...
Präsentationsschiff. Die Kreissparkasse hat dieses für solche Zwecke extra vorrätig. Hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Da kommt die Hallo. Das ist die Chefin vom Hainhof. Die möchten die Flasche bestellen, die du wohl gerade vorbestellt hast. Also sie möchten die quasi sichern. Oh, das ist ja verrückt. Und ihr, ja, 500, das könnten auch 1000 sein? Vielleicht gibt es eine andere Auflage. Erstmal die 500. Erstmal die 500, gucken wir mal. Also erster Anruf kam schon mit einer Bestellung. Das ist so verrückt. Ja, du hast eine große Reichweite. Sonst bekämen wir die für 20 Euro sicherlich auch nicht verkauft. Aber das geht 100% als Spende in ein NRW-Spenden, in ein NRW-Projekt. Ja. Und du kannst es bei der Adresse, wo wir hinspenden sollen, behilflich sein. Du nimmst ja persönlich nichts an, finde ich auch richtig, ja, sondern du vermittelst uns da. Ja, ich kann mich schlau machen, wo man hier in NRW spenden kann. Ne? Ja. Weil ich mache ja auch alles vielleicht hier. Vielleicht auch so ein bisschen eine vergessene Ecke. Ja. Vielleicht auch nur ein einzelnes Projekt. Ja. Ja. Okay. Ja. Mach mal. Super, ich glaube, dann schalte ich jetzt ab und probiere mal hier. Ich muss da jetzt schon draufschreiben, oder was? Oder wie? Ja, deine Unterschrift brauchen wir noch. Okay. Aber und deine Mütze noch, ein Foto. Nee, die habe ich aus dem Internet schon. Die hast du schon aus dem Internet. Okay, machen wir. Also, hier die fleißige Familie. Schröder, Heidenhof, Pullheim und super Aktion. Innerhalb von einem Monat jetzt, nee, ein bisschen länger, 10.200 Euro zusammengekommen. Durch den Verkauf von Rapsöl, wobei ihr nicht den Preis erhöht habt, das ist der normale VK-Preis und ihr habt einfach von dem Rapsölpreis dann 2 Euro abgegeben pro Flasche. Genau. Ja. Super Aktion, erfolgreich. Hätte ich nicht anders erwartet von Danke euch. Danke für deine Hilfe, ohne dich wäre es schwer gefallen. Danke euch. Ich schalte ab und unterschreibe jetzt mal. Alles Gute, ciao.